mehr Effizienz, mehr Lebensqualität, mehr öffentlicher Raum. Was ist eigentlich Effizienz in diesem Zusammenhang, könnte die Frage sein. Wie bewerte ich Effizienz, ein Effizienzkriterium? Was könnten da verschiedene Indikatoren sein? Ich glaube, das könnte ja im Mittelpunkt der ganzen Geschichte stehen. Über Lebensqualität und öffentlichen Raum spielt das jedenfalls auch eine Rolle. Es ist schon vorher angeklungen, die Frage, wie lassen sich diese Pläne der Politik im Bereich der Mobilität im Alltagsgrund umsetzen. Dabei ist ja der Begriff der Mobilität in dem Zusammenhang in der Frage sehr weit gefasst. Sie wissen ja, es gibt ja in der Politik unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Kräfte, unterschiedliche Interessensgruppen, die sozusagen unterschiedliche Dinge durchsetzen wollen. Das Dilemma ist eben, dass der öffentliche Raum, vor allem hier im dichten städtischen Gebiet, in Wien innerhalb des Gürtels, aber auch noch in den Gründerzeitvierteln außerhalb des Gürtels, sehr dicht ist. Das heißt, der öffentliche Raum ist sehr begrenzt, die Fläche, die zur Verfügung steht, und die muss entsprechend aufgeteilt werden. Das heißt, da müssen sich die Leute mehr oder weniger miteinander arrangieren, oder es wird von bestimmten Verwaltungseinheiten oder auch der Planung vorgegeben, wie der öffentliche Raum aufgeteilt werden soll oder kann. Denken Sie beispielsweise an die Einteilung des öffentlichen Raums, so wie wir ihn heute, wenn Sie ein Kind fragen oder eine Schülerin, wie schaut die Straße aus, wird jeder wahrscheinlich so eine Fahrbahn zeigen in der Mitte und auf der Seite sozusagen die Gehsteige, vielleicht noch ein paar Bäume zur Verhübschung oder parkende Autos am Rande. Aber jedenfalls hat jeder einen Kopf, einen Mittelkopf, wenn man das Bild oder das Wort Straße nimmt. Das heißt, da besteht eine gewisse Form von Assoziation. Dieses Bild kommt natürlich dadurch zustande, dass wir durch das Umfeld, das uns vor der Tür, vor der Haustür begegnet, geprägt sind, bis auf eine gewisse Art und Weise. Wenn Sie ein Kind irgendwo anders auf der Welt, in Nepal beispielsweise, wo ich einmal ein paar Wochen unterwegs war, wo es keine Fahrbahnen gibt in dem Sinne, im Gebirgsgebiet, fragen, wie schaut eine Straße aus, wird es einen ganz anderen Eindruck und ein ganz anderes Bild wiedergeben, wie öffentlicher Raum, wie Straße ausschaut. Das muss nicht unbedingt nur in Nepal sein, das können auch in viele andere Bereiche gehen. Ich habe einmal in der Schweiz mit Leuten gesprochen, die beispielsweise in Begegnungszonen, sogenannten Begegnungszonen wohnen. Das sind Zonen, in denen beispielsweise der automotorisierte Individualverkehr sehr stark beruhigt ist, ähnlich wie bei uns in den Spiel- und Wohnstraßen, nur auch entsprechend gestaltet. Das heißt, mit sehr langsam zu durchfahrenden erlaubten Höchstgeschwindigkeiten für den Kfz-Verkehr, sind nicht schneller als 20 km/h. Und wir haben mir erzählt, dass die Kinder dort im Vergleich zu den anderen ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, klarerweise. Und dieses Selbstbewusstsein wird natürlich geprägt durch die Gestaltungsqualität des öffentlichen Raumes. Das heißt, sie sind nicht so sehr ängstlich über ihre Handlungen im öffentlichen Raum, klarerweise, weil die Gefahrenquellen reduziert werden. Denken Sie beispielsweise an ein Kind oder an Leute, die auch Jugendliche, die entlang von hochrangigen oder sogenannten hochrangigen oder stark belasteten Straßen groß werden, aufwachsen, die haben natürlich ein ganz anderes Assoziationsgefühl zum öffentlichen Raum. Ich möchte nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Die nächste Frage, die im Raum steht, ist, welche Konzepte gibt es eigentlich? Wie könnten wir diese Menge, die wir da immer wieder feststellen, die ja schon seit den 70er Jahren mehr oder weniger in der Öffentlichkeit, aber auch in der Wissenschaft, in den Medien, in der Politik teilweise bekannt, teilweise unbekannt sind, wie kann man diese Menge umsetzen? Welche Konzepte, Umsetzungskonzepte lassen sich daraus ableiten, daraus formulieren? Und die Frage ist, das hängt natürlich eng mit der Frage nach den Konzepten zusammen, wie müssen die Strukturen für die Menschen gestaltet werden? Ich bin als Bauingenieur sozusagen dabei ausgebildet und muss natürlich auch die Verantwortung tragen, dass die Strukturen, die wir draußen in die Welt pflanzen oder in die Welt stellen, bauen, eben baulich verwirklichen, auch entsprechend verantwortet werden müssen. Das heißt, die richten ja einen mehr oder weniger großen Schaden an, nicht nur durch den Bau, aber vor allem eben durch ihre Wirkungen. Und wenn ich natürlich, das ist bei sozusagen einem Haus relativ einfach, da habe ich statisches, festes Material, weiß ich nur das Halten, also das Halten nicht, anschließend muss es gewohnt werden. Das ist sozusagen Gestaltungsqualität, denken Sie an die Architekten. Aber im öffentlichen Raum gibt es diesen Anspruch ja genauso der Gestaltungsqualität. Dort halten sich ja die Menschen auch auf, noch viel mehr, weil es eben Wechselwirkungen gibt und sozusagen auf einem Quadratmeter öffentlicher Raum von viel mehr Menschen beansprucht wird. Und die Frage ist eben, welche Vorteile hat diese Form von Gestaltungsqualität und wie kann das eben dann für Menschen realisiert werden? Das hängt eng mit diesen Fragen nach dem
Prozessen und den Strukturen zusammen. Die Frage nach den Grundlagen und Zielsetzungen, wenn wir von Konzepten sprechen, stellt sich. Das heißt, wenn ich weiß oder wenn ich Maßnahmen formulieren will, dann muss ich auch wissen, wo will ich hin mit meinen Konzepten. Und dafür brauche ich bestimmte Grundlagen. Hier in Wien haben wir eigentlich ganz klare und gut formulierte Zielsetzungen durch den Verkehrsmasterplan der Stadt Wien. Sie sehen hier auf der linken Seite bis zum Jahr 2020, wie man versucht, den motorisierten Verkehr auf etwa ein Viertel zu reduzieren, um den öffentlichen Verkehr entsprechend zu stärken. Und für 40% der Radverkehr, bei 8%, 27% Fußgänger. Das haben wir etwa, das heißt, das sollte oder soll gehalten werden, wenn Sie das mit der Ausgangslage 2001 bzw. dem Stand 2006 vergleichen. Was ganz gut gelingt, ist dieser Shift, dieser sogenannte Wechsel vom MIV, also vom motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr. Der öffentliche Verkehr gewinnt ja immer an Fahrgästen, auch an der Verkehrsmittelwahl. Daneben verliert der MIV ein bisschen, oder wir haben hier einen Shift drüber. Also eine Verlagerung. Beim Radfahren tun wir uns ein bisschen schwer in Wien. Das hängt natürlich mit der starken Wechselwirkung zwischen öffentlichem Verkehr und Radverkehr zusammen. Wir haben außerdem das Problem, dass jahrelang oder jahrzehntelang von den Verantwortlichen der öffentlichen Verkehrseinrichtung der Radfahrer sozusagen als Hindernis gesehen wurde und zum Teil heute auch noch hier. Was aber überhaupt nicht erkannt wird, ist, dass es zwischen Radfahrer und öffentlichem Verkehr starke Wechselwirkungen gibt. Denken Sie an Schlechtwetterperioden, das heißt, das, oder im Winter. Das heißt, wenn ein Radfahrer nicht mit dem Rad unterwegs ist, sozusagen verlagert er sich sofort auf den öffentlichen Verkehr. Das heißt, diese zwei Modes, diese zwei Verkehrsträger gegeneinander aufzuspielen, ist sozusagen kontraproduktiv, weil es auch nicht den Zielsetzungen entspricht. Wir wollen ja schauen, dass man sozusagen den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr steigert und natürlich auch die Fußgängerinnen und Fußgänger sozusagen eine entsprechende Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität zusprechen können. Und gleichzeitig den Autoverkehr reduzieren. Sie sehen unten im Pendel, Einpendlerverkehr ist da schon ein bisschen schwieriger. Und insbesondere da ist natürlich das Problem der Wechselwirkung mit dem Umland. Wir haben im Umland ganz andere Voraussetzungen wie in Wien, denken Sie beispielsweise an die Marktplatzverfügbarkeit. Das heißt, der limitierte öffentliche Raum in Wien wirkt sich natürlich auf den geringeren Motorisierungsgrad aus, weil einfach der Platz nicht zur Verfügung steht und die Restriktionen der Anschaffung von Pkw natürlich ganz andere sind. Im Umland, wo jeder seinen Parkplatz vor der Tür hat, wo er auf die Bauordnung vorschreibt, dass mindestens 1,5 Stellplätze in Niederösterreich, wo Wohneinheit geschaffen werden soll, das wird natürlich immer aufgerundet auf 2 Stellplätze. Das heißt, so animiere ich natürlich die Leute nicht nur zum Autokauf, sondern auch zur Benutzung des Autos. Das heißt, die einzige Möglichkeit für den Einpendlerverkehr von der Seite der Stadt Wien liegt natürlich darin, sozusagen am Zielort, beispielsweise am Arbeitsplatz, den Parkraum zu reduzieren. Passiert man sehr zaghaft, denken Sie an die großen Bürobauten, wo immer wieder gleich sozusagen für jeden Arbeitsplatz ein Stellplatz mitgebaut wird. Das wirkt sich natürlich kontraproduktiv aus, weil es den Arbeitgebern im Umland zeigt, naja, ihr könnt selber mit dem Auto fahren. Die Stadtplanung tragt zu dieser Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr einiges bei, weil die Stadt Wien in den letzten Jahren vor allem große Stadtentwicklungsgebiete entlang der U-Bahn-Achsen forciert und gleichzeitig die U-Bahn massiv. Die U-Bahn ist aber sicher kein Allheilmittel, weil sie sozusagen die Fläche sehr stark vernachlässigt. Das heißt, wir haben ja durch die höhere Geschwindigkeit der U-Bahn viel größere Haltestellenabstände und damit natürlich längere Zugangszeiten zu den Haltestellen. Wenn ich das vergleiche beispielsweise, wo die U1 heute rausfährt nach Leopoldau mit dem Haltestellenabstand, den der 25er die Straßenbahn dazu gehabt hat, haben wir hier um plus 50% mehr Zugangszeiten. Das ist klarerweise, weil wir natürlich ein schnelleres Verkehrsmittel haben. Und auf das gibt es eben auch Rücksicht zu nehmen. Das heißt, da kann ich auch nicht ganz die Haltung der Wiener Linie nachvollziehen, die sozusagen massiv auf den U-Bahn-Ausbau setzen und eigentlich die Straßenbahn oder wenn Sie wollen auch den Bus in den letzten Jahren massiv vernachlässigt haben, weil es ja eigentlich für das Image auch des Konzerns oder des Unternehmens produktiv ist, weil sozusagen wenn ich in die Fläche gehe und an der Oberfläche unterwegs bin mit meinem Verkehrsmittel, dann habe ich auch sozusagen ein anderes Statement, dann kann ich eine Marke verkaufen. Ein bisschen ein Image. Ne? Wenn die Straßenbahn im öffentlichen Raum präsent ist oder der Bus, dann weiß man, okay, da sind öffentliche Verkehrsmittel unterwegs. Sozusagen, das tue ich mir bei der U-Bahn schon schwerer. Das heißt, diese Zielsetzungen sollen in Zukunft, das Blaue ist sozusagen der öffentliche Verkehr, der Anteil der Radfahrer und Fußgänger, wenn Sie so wollen, das, was landläufig als der Umweltverbund bezeichnet wird, in den nächsten Jahren bis 2020, das ist der Zielhorizont,
steigen und gleichzeitig der motorisierte Individualverkehr zurückgehen. Prinzipiell sind wir da allerdings auf Linie. Das Einzige, was hier ein bisschen ein Problem bereitet, ist der Radverkehr. Wir haben im Jahr 2010 eine Stagnation bzw. eine Abnahme im Radverkehrsaufkommen in Wien, wobei wir die Jahre davor eine relativ offensive Steigerung haben. Das heißt, man wird sehen, 2010 war natürlich auf das spricht man bloß was redet, man sieht jetzt noch aus das Wetter. Das heißt, ein Jahr kann ich da sozusagen eh nicht singulär herausgreifen. Ich muss schauen, wie entwickelt es sich in der Zukunft. Wir werden neuer Jahr sehen, also ist das Wetter. Wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass im Radverkehr, einfach weil die Maßnahmen jetzt irgendwo anstehen und keine offensiven Maßnahmen für den Radverkehr derzeit geplant sind, bis auf das weiterzuführen, was bisher erledigt worden ist, in leicht abgeschwächter Form, dass man hier sozusagen jetzt wieder so einen kleinen Plafond erreicht hat, der erst wieder bei neuen, angestrengten Maßnahmen zu tragen kommt. Ganz kurz, weil immer wieder behauptet wird, naja, aber die U-Bahn, ich meine, das ist also super in unserem Stadtgebiet, ich habe erwähnt, dass die ganzen Stadterweiterungsgebiete in diesem Gebiet entlang den Achsen situiert werden. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Fahrgäste mit den Wiener Linien beispielsweise in den 50er, 60er Jahren unterwegs waren, und da hat es noch keine U-Bahn gegeben. Aber wenn Sie schauen, wir hatten damals rund 800 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Das Bild, oder das sind 750 Millionen Fahrgäste, wir haben jetzt auch nicht mehr, wir haben jetzt 807 Steigerungen im öffentlichen Verkehr und trotz der U-Bahn. Und auch der vielen Wege, die im öffentlichen Verkehr zurückgelegt worden sind. Das heißt, ich kann auch das mit einem dichten Straßenbahnnetz oder U-Bahnnetz bewerkstelligen. Das heißt, das ist eben die Frage sozusagen, wo ich hin will. Aber man sieht, dass dieser Teil, wenn Sie das auf der rechten Seite beachten, dann mit den 50er, 60er Jahren dann immer stärker zurückgegangen ist. Also die Anzahl der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr. Klarerweise mit den Ausbauten im Straßenverkehr der 50er, 60er Jahre. Hat das natürlich einiges zu tun. Das ist auch, spielt auch eine wesentliche Rolle, das wurde schon immer in Wien gemacht, Siedlungsplanung und öffentlichen Verkehr. Sie sehen in dem Fall sozusagen große Gemeindebauten, die in diesen Kreisen beheimatet sind, die man damals entlang von wichtigen Straßenbahnlinien angeordnet hat. Eigentlich das, was heute sozusagen weitergeführt wird mit der U-Bahn-Planung, wurde damals aber, und Sie sehen die Punkte, sind viel, viel dichter, obwohl wir hier mitten in der Zwischenkriegszeit sind. Das heißt, hier wurden natürlich viel kleinere Dimensionen ausgewählt. Und Sie wissen, es gibt eine Vielzahl von Gemeindebauten, die in der Zwischenkriegszeit errichtet worden sind, die aber enorm viel vom dichten Netz des öffentlichen Verkehrs in Wien profitiert haben. Aber zurück zum öffentlichen Raum. Ein klassisches Bild, so hat der öffentliche Raum von dem Auto ausgesehen. Sie sehen, relativ ungezwungene Aufenthalte, relativ sozusagen freie Bewegungsmöglichkeit, ohne sich jetzt an Ampelanlagen oder irgendwelchen Umwegen, Ketten oder sonst irgendwas, die die Bewegungsmöglichkeit behindern, orientieren zu müssen. Das kann man überall feststellen. Ich habe nur die Bilder aus dem neuen Bezirk rausgenommen, hier bei der Alserstraße, aber hier auch bei der Währinger Straße. Das heißt, wenn Sie das mit dem heutigen Bild vergleichen, natürlich komplett anders, dass sozusagen sich hier drei, vier Leute mitten auf der, heute würde man sagen, Fahrbahn, damals war das alles, was heute langläufig als Shared Space bezeichnet wird, treffen wir wieder und plaudern miteinander, sozusagen, das gibt es einfach halt nicht mehr. Abgesehen davon, dass sie es gar nicht wahrscheinlich können, weil dort heute so viel Lärm ist, dass man sein Wort nicht versteht. Wir haben ja dort Wege weit über 90 Dezibel, das heißt, weit über der gesundheitsbeeinträchtigten Schwelle. So hat es auch in anderen Teilen in Wien ausgesehen, das ist ein klassisches Bild des Grabens und Sie sehen, so schaut er heute aus. Das heißt, ich kann natürlich auch, wenn ich erkenne, dass wo die Defizite und Mängel sind, mit Planung auch entsprechend eingreifen, die Gestaltungsqualität des öffentlichen Raumes beeinflussen. Stellen Sie sich vor, wie viel Effizienz der Raum damals gehabt hat. Ganz einfach, weil damals im Auto auch nicht viel mehr als 1,5 Personen oder heute sind es ein bisschen weniger, 1,2 Personen statistisch im Auto sitzen. Und gleichzeitig aber hier mindestens 20 Quadratmeter für Parken und Marschierflächen benötigen. Letztendlich mit den Zufahrtsflächen sind wir bei einer Größenordnung von 60 Quadratmeter. Naja, und so der Fußgänger braucht ca. 1 Quadratmeter. In Tokio gibt es in den U-Bahnen Situationen, wo es bis zu 7 Personen auf 1 Quadratmeter hineingepfercht werden. Also das ist eine andere Aufenthaltsqualität, die nicht damit zu vergleichen ist. Aber Sie sehen, das ist eine Form von Effizienz. Das heißt, wenn ich dann natürlich noch berücksichtige, wie viel externe Energie, wie viel Erdöl oder sonst irgendeine Form von Energie ich benötige, um diese Vehikel 1 bis 2 Tonnen Stahl hier zu bewegen, dann habe ich ein weiteres Effizienzkriterium. Das heißt, Planung hat sehr viel damit zu tun, welche Zielsetzungen ich beachte und
hier am Stephansplatz, beim Haashaus. Sie sehen hier die Reglementierung, die ganz einfach die Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs erfordern, oder man glaubt, dass sie sie erfordern, einfach durch Reglements mit Zebrastreifen, Einteilung der Fläche, eine gewisse Form von Separation, klarerweise. Und mit dieser Separation der Flächen natürlich auch eine Form von Aggressivität und sozusagen Besitzverhalten, auch wenn es sich um öffentlichen Raum handelt, aber Sie sehen Sie heute sozusagen, sobald der Radfahrer oder eben ein Fußgänger auf einmal die Fahrbahn betritt, ist es, und das hängt natürlich mit den Geschwindigkeiten in erster Linie des motorisierten Individualverkehrs zusammen, erzeuge ich sofort eine Form von Konfliktsituation. Diese Konfliktsituation ist natürlich im rechten Bild mehr oder weniger aufgelöst, das hängt mit den niedrigen Geschwindigkeiten zusammen, außerdem wird es schon schwieriger im Begegnungsfall sozusagen die Konflikte auszutragen, weil dann muss man auf den anderen auch tatsächlich körperlich zugehen. Also wenn der im Auto sitzt, der sich mit der verschanzt hinter einer Tonne Stahl oder zwei Tonnen Stahl, hat natürlich hier immer die Macht auf seiner Seite, glaubt er zumindest, eine Zeit lang. Und das, Entschuldigung, ganz kurz zurück noch zu kommen, diese Plätze und Platzstrukturen sind ein wesentliches Kriterium. Das finden Sie ja überall auf der Welt in verschiedensten Städten. Die Frage ist immer, warum haben sich eigentlich diese Plätze gebildet? Weil die Plätze sind ja immer, kennen wir von den Griechen her, sozusagen Aufenthaltsort und Versammlungsort, also Kommunikationsraum. Dort haben sich die Leute gefunden, sind aber gleichzeitig auch Orientierung in der Stadt. Das heißt, wenn Sie in Venedig vielleicht schon mal waren und das kennen, aber es betrifft genauso in Wien, im innerstädtischen Bereich, die Gassen, dann denken Sie sich, naja, was kommt eigentlich hinter der nächsten Gasse? Kleinstrukturierten Bereichen, wenn man die nicht kennt. Das heißt, das provoziert eine Form von Erwartungshaltung. Und wenn natürlich dort ein bisschen Platz aufgeht, das heißt, sich die Häuser wieder ein bisschen aufweiten, dann fällt dort natürlich mehr Licht hinein. Und wenn Sie in einer engen Gasse sind, das ist ja hinten sozusagen jetzt wieder Licht, sind das sozusagen Orientierungspunkte in der Stadt. Ganz, ganz entscheidend und wesentlich. Auch das hat man natürlich in den Planungen in den 60er, 70er Jahren dann massiv vergessen. Ganz einfach, weil es sozusagen für die Autofahrer ursprünglich. Weil die sitzen in ihrem Kfz an viel höhere Geschwindigkeiten und die benötigen diese Plätze vor allem als Transitraum oder als Verkehrsfläche. Und vor allem sind es meistens auch Hindernisse, weil sie sozusagen die Organisationsprinzipien einfordern im Verkehr. Das heißt, wir haben überall in den Städten so bestimmte Radien der Plätze, die sich auch zum Teil überlappen, jeder Madrid, aber auch in Regensburg, in allen Städten. Und wir haben so durchschnittliche Platzentfernungen von rund 200 bis 300 Meter. Die Frage war immer, über rund 200 bis 300 Meter, woran liegt das? Und das liegt ganz einfach an unserer biologischen Veranlagung und unseren Voraussetzungen. Wir beginnen einfach, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, nach 200 bis 300 Meter müde zu werden, weil uns einfach eine gewisse Form an Anzahl von Eindrücken auf uns niederprasselt, beziehungsweise weil wir auch wieder nach neuem suchen. Neue Eindrücke verlangen, das bieten sozusagen diese Platzstrukturen. Das heißt, Sie sehen, wenn ich ein bestimmtes attraktives Umfeld habe, dann bin ich sozusagen immer bei 220 Metern, also dieser durchschnittlichen Platzentfernung, bei einer relativ hohen Akzeptanz, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Das heißt, wenn ich müde wäre und mich sozusagen in dieser äußeren Kurve da orientiere, am Fußweg nach 300 Metern, dann müsste ich eigentlich sagen, war eigentlich weiter gefreut, um dann immer zu gehen. Dann beginne ich mich aber sozusagen wieder neu zu sammeln. Und Sie sehen, das hängt natürlich von der Gestaltungsqualität des Umfelds ab. Das heißt, wenn ich in einem stark verlärmten, vergasten, unattraktiven Umfeld unterwegs bin, dann reduziert sich diese Akzeptanz von Fußwegen bei 75%. Sie kennen das beispielsweise, wenn Sie in einer schönen Gegend unterwegs sind, vergessen Sie oft, wie die Zeit verfliegt. Es gibt ja diesen Spruch, wenn in einer angenehmen Zeit, kann ich mich gar nicht erinnern, wie schnell ein Tag vergeht, oder weiß ich, wie schnell die Zeit vergeht. Und in einem unattraktiven Umfeld sozusagen muss ich mich ständig orientieren und denke mir, naja, der Weg hört gar nicht mehr auf. Und das hängt natürlich immens damit zusammen und da liegt die Verantwortung der Planerinnen und Planer, aber auch der Ingenieure, die den öffentlichen Raum natürlich verkehrstechnisch gestalten. Ja, und wenn ich das umlege sozusagen, diese durchschnittlichen Entfernungen und diese Fußwegattraktivität beispielsweise auf den 9. Bezirk, dann sehe ich hier, ich habe nur einen Teilbereich herausgenommen, wo eigentlich, man erkennt es noch ganz zaghaft, aber man muss sich sozusagen schon anstrengen, zum Teil sind sie auch in den Gründerzeitvierteln wirklich schlecht zu erkennen, wo eigentlich so Platzstrukturen sein sollten. Das muss kein klassischer Platz sein, wie sozusagen der Stephansplatz oder der Minoritenplatz oder sonst was,
sondern es kann sich auch um eine einfache Aufweitung des Straßenraums sozusagen quasi handeln, wie es hier in deinem Bereich in der Fall ist. Aber im Grunde genommen braucht es so ein Netzwerk aus Plätzen, um so eine Form von Kreisel, von Identifikationsmöglichkeiten, von Möglichkeiten der Versammlung, auch der Orientierung im öffentlichen Raum zu schaffen. Naja, und wenn ich das vergleiche mit dem heutigen öffentlichen Raum, dann tue ich mir schon schwer, vor allem weil er sehr monoton ist. Das heißt, das einzige Identifikationsmerkmal vieler Straßenzüge sind sozusagen die Parkplätze, beziehungsweise eben diese Anordnung, dass in der Mitte eine relativ breite Fahrbahn ist und auf den Rändern sozusagen die Gehsteige. Aber Sie werden, wenn Sie es schon mal ausprobiert haben, wenn Sie in der Nacht unterwegs sind, also in den späten Abendstunden bzw. frühen Morgenstunden, und Sie haben einmal die Gelegenheit, in der Mitte der Fahrbahn, wo Sie heute sich gar nicht aufhalten dürfen oder können, unterwegs sind, dass Sie einen ganz anderen Eindruck sozusagen der Bebauungsstruktur bekommen, weil einfach die Häuser links und rechts ganz anders auf Sie wirken. Es wirken auch die Sichtachsen ganz anders. Das heißt, die Stadt war ja eigentlich in dieser Bebauung, ist es auch noch, genauso wie im ersten Bezirk, danach ausgerichtet, dass man sich eigentlich in der Mitte der Straße aufhält und sozusagen links und rechts die Fassaden oder was auch immer auf sich wirken lässt. Zum Teil hat sozusagen, da sieht man sie auch, da sind diese Fassaden natürlich verstellt und quasi durch die Einfahrten von Tiefgaragen auch entwertet, massiv entwertet. Das heißt, dieser öffentliche Raum ist eigentlich Lebensraum und damit Raum des sozialen Austausches. Dort beginnt eine Form von Sozialisation. Dort prüft man, dort erlangt man die ersten Kommunikationsmöglichkeiten, dort kopieren Kinder das, was Erwachsene jetzt machen, dort stellen sie das nach, dort kommen sie